Ja, ich finde es halt wirklich super wichtig, dass junge Leute schon eigene Erfahrungen machen und auch irgendwie wissen, wo es im Leben so ein bisschen hingehen soll, weil gerade, ich habe gerade schon über Foodora geredet, letztens habe ich sogar einen gesehen, das war so ein super dicker Foodora-Fahrer, ja, und das ist doch total scheiße, weil erstens hast du keinen Bock auf das Fahrradfahren und zweitens voll Bock auf die Pizza hinten drauf, das ist wirklich, das ist kein cooler Job und es gibt auch noch andere beschissene Jobs irgendwie, ja, zum Beispiel so ein Security. So ein Security bei, ne, in der Disco kann auch sagen so, ey, scheiß Fresse, scheiß Schuhe, kommst hier nicht rein. Aber so ein Security bei Rewe, ey, du stehst da den ganzen Tag und bewachst den Brokkoli. Ja, und das Ding ist, die haben halt so richtige Knöpfe im Ohr, ne, wie so richtige Elite-Soldaten. Die wollten mal zu der SWAT Navy SEAL-Einheit und dann stehst du da bei den Auberginen. Und ich frage mich immer so, was reden die den ganzen Tag miteinander irgendwie? Ist das so, Lauchzwiebel 1 an Lauchzwiebel 2, verdächtiges Objekt bei den Süßkartoffeln? Nee, die reden gar nicht miteinander, weil da passiert den ganzen Tag nichts, Leute. Ja, da passiert einfach gar nichts und ich hasse Langeweile. Und manchmal tun die mir so leid, dass ich überlege, was zu klauen, dass die irgendwie einen geilen Tag hatten. Ja, deswegen ist es, finde ich, super wichtig, dass Leute einfach Hobbys haben. Ja, Hobbys sind total wichtig, um früh festzustellen, auf was man Bock hat. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade diese junge Generation, die haben nicht mehr so wirklich Hobbys, ja. Das sind die Leute, die für ein paar Gigabyte Datenvolumen ihre Eltern bei eBay versteigern würden. Also es sind einfach so, man ist irgendwie nur noch am Smartphone, man macht gar nichts mehr, man denkt, dass Hobbys Frodo und Sam aus dem Auenland sind. Und ich finde, das ist nicht geil. Ich bin 29, ja, und ich durfte noch alles ausprobieren. Ja, ich wirklich, Hobbys sind total geil. Ich habe sogar mal getöpfert, ja, dass ich so... Ich habe sogar mal einen Töpferkurs gemacht und ich wurde gezwungen, ein Instrument zu spielen. Ja, ich wurde gezwungen, obwohl ich so unmusikalisch bin. Ich habe sogar eine Triangel an der Seite gehalten und gesagt, die geht nicht. Und ich wurde dazu gezwungen, ein Instrument zu spielen. Und zu was wird man gezwungen? Gib mal was. Flöte oder Klavier oder so. Bei mir war es noch ein bisschen schlimmer. Keyboard, ja. Die Keyboarder sind nie die Coolen in der Band. Wisst ihr, wie man als Keyboarder endet? Nachts um 4:30 auf so einer Hochzeit. Sierra Madre Sol, Sierra. Und ich wollte echt nicht enden wie mein Vater, deswegen habe ich das echt wieder schneller auf die Seite gelegt. Aber wirklich, ich habe das Poesiealbum von meiner 13-jährigen Cousine letztens in die Hand genommen, ja. Und da stand so, Helmut, 13, Hobbys, Instagram, YouPorn, Ballerspiele. Mein Opa nimmt das in die Hand, schüttelt mit dem Kopf und sagt so, pff, Ballerspiele. Ich habe damals doch auf echte Menschen geschossen. Und da habe ich zu ihm gesagt, Opa, das ist nicht der springende Punkt. Mit 13 heißt man nicht Helmut. Ich meine, wo kommt man denn da hin? Dankeschön.